Jo. Kat, mein Name. Danke, Barry, für die Infizierung. Und ich habe meinen Teil mit der Mic aufgenommen, einfach weil ich Bock hatte. Und ich nominiere für den nächsten Part Rosbach, Jay Different und Fricka. Also, Jungs, rankommen. Und Fettsack Lifestyle auch im Kantenmusik-Hoodie. Ihr wisst Bescheid. Ey, yo, guck mal in der aktuellen Lage. Fällt die Maskerade, der Mensch zeigt uns sein wahres Sicht und stellt alles in Frage. Die Ungewissheit steigt, so wie die infizierten Rate. Kontaktverbot ist das, was ich den Infizierten rate. Doch niemals, niemals seit ich auf dieser Erde bin, konnte ne Fledermaus das Verderben bringen. Ey, der Mensch gerät in Panik und vergisst ganz automatisch auch in Krisenzeiten stark und konzentriert zu bleiben. Jeder schützt seinen eigenen Arsch und das im allerwahrsten Sinn, weil statt kooperieren das Klopapier Gefühlslagen bestimmt. Anstatt Nachbarschaftssupport gibt es Totschlag oder Mord, denn die meisten infizieren sich bei einem Hamsterkauf vor Ort. Ziehen die Atemmasken auf, aber bleiben nicht zu Haus, tragen Handschuhe aus Latex, aber chillen nicht auf der Couch. So paradox es klingt, ist es doch Realität. Nimm's nicht mal ernst, wenn selbst unsere Kanzlerin es rät. Was muss erst noch passieren, dass die Leute es kapieren? Intensiv bettete Knapppatienten werden intubiert. Vorher selektiert, bist du zu alt, bist du raus. Erstickst in Quarantäne, wollt ihr dafür noch Applaus? Über 80 Millionen, fast das fortschrittlichste Land. Trotzdem geben sich die Menschen völlig unverblümt die Hand. Checkt die Lage unter Trump, sagt mir, was hat dieser Spross erreicht? Wir sind unfassbar entwickelt, zeigt doch etwas Dankbarkeit. Zeigt Dankbarkeit. Bleibt zu Hause.